Liebe Freunde der Astrologie, der Astro-Polarity-Lehrer, begrüße euch auf unserem Astro-Vitalis-Kanal, den ihr kostenlos abonnieren könnt. Ein weiteres Beispiel aus meiner Beratungspraxis. Blende das Geburtsbild ein. Das war ein sehr tiefgründiges Beratungsgespräch. Das heißt nicht, dass die sonst oberflächlich wären, ganz im Gegenteil. Aber es ging hier um etwas sehr Generelles und Existenzielles, nämlich um Tod und Leben. Diese Frau wollte mit mir sprechen, weil sie eine ständige, ihr auch dauernd bewusste Angst vor dem Tod, vor dem Sterben und sterben müssen hat. Das Geburtsfeld, wie ihr seht, hat einen Mars in 8, der auch noch im Widder steht, Mars-Pluto. Das ist eine Konstellation, bei der man genauso sprechen kann, wie diese Frau gesprochen hat. Und wenn ihr euch, und ich mache das bitte hier wie immer nur in Kurzform, das war ein anderthalbstündiges Gespräch letzten Endes, wenn man dann sieht, dass die Lösungswegskonstellation beziehungsweise die Rahmenbedingung, was ja innerhalb der APL das gleiche ist, der Neptun in 5 ist, das liegt daran, dass die Fokuskonstellation Mars in 8 an der 8. Felderspitze die Fische haben. Und die Fische, dazu gehört der Neptun, und der steht in 5, das ist Sonne Neptun. Die Frau erzählte mir auch, dass sie eine Mutter hatte, die drogensüchtig war und die auch in Vollnarkose sie zur Welt gebracht hat. Sonne Neptun in Vollnarkose, das Licht der Welt. Naja, eben eigentlich gar nicht erblickt habend. Und das ist das Problem. Diese Frau lebt in Wirklichkeit nicht. Das Lebendige in ihr ist vollkommen verdrängt, wie hinter einer riesigen Nebelwand verborgen. Und insofern schiebt sich der Tod in Ermangelung der Lebenserfahrung ständig in den Vordergrund. Und was soll man also einer solchen Frau sagen? Naja, gut, das natürlich, was das Geburtsbild vorgibt. Das Geburtsbild gibt vor, lerne, aber jetzt nicht im intellektuellen Sinne, lerne zu leben. Werde dir bewusst, Sonne hat viel mit Bewusstsein zu tun, dass du ein Wesen bist, das im Sein sich befindet und lebt. Im Sein lebt. Das war, so merkwürdig es sich vielleicht für die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer anhört, dieser Frau gar nicht bewusst, dass sie wirklich am Leben ist. Wirklichkeit, Neptun, wirklich am Leben ist. Ich habe natürlich, das kann ich jetzt hier so wortwörtlich nicht wiedergeben, in vielerlei Weise mit ihr versucht zu sprechen. Und ich denke, dass mir das auch gelungen ist, weil es flossen viele Tränen und es war sehr viel Erkenntnis ihrerseits vorhanden. Und dieser Weg, den sie jetzt ins Leben geht, denn es ist wie eine Art wirklich geboren werden. Denn damals wurde sie nicht wirklich ins Leben geboren. Das ist ein Weg, den sie jetzt geht. Und ich hatte kurzes Feedback von ihr schon mal bekommen, obwohl die Beratung noch gar nicht lange her ist, ein halbes Jahr oder so, glaube ich. Dass es ihr sehr, sehr viel besser geht und dass diese Angst, sich die Angst vor dem Tod und sterben müssen, dass sich das immer weiter relativiert und immer weiter von ihr entfernt. Gut, das war's eigentlich schon für dieses Mal. Schaut auf astrovitalis.de, unsere Fernlehrgänge zertifiziert, hochqualifiziert, könnt ihr alles selber lernen, was ich euch hier so vormache. Bis bald.